Meine Freunde des Ersten Weltkriegs, willkommen zurück zu Napoleon Total War mit dem Ersten Weltkrieg. Und das ist die dritte Folge, normalerweise. Aber es ist die zweite Folge, denn letzte Folge war eine wirklich ereignisreiche Sache. Am Ende des Tages war leider das Mikrofon nicht funktionabel. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Hat sich auch komplett resettet, OBS hat es nicht erkannt. Ich habe es leider zu spät gemerkt. Deswegen ist die Folge 2 quasi jetzt weg und das wird jetzt Folge 2. Es war eine sehr schöne Folge. Ich werde euch das Ganze berichten, was jetzt da passiert ist. Es ist auch so, dass ich lange überlegt habe, ob ich es jetzt nochmal spielen soll oder nicht. Habe mich jetzt dagegen entschieden. Wir werden jetzt hier quasi weitermachen an der Stelle. Was ist passiert? Wir haben zum einen die Schlacht geschlagen hier, wo er jetzt steht, haben die Armeen nur noch gemercht. Haben doch ein paar Verluste erlitten, die Franzosen haben am Ende dann doch deutlich verloren. So viel können wir schon mal sagen. Die Armee hat sich dann, eine andere Armee hat sich dann hierhin gezogen, Richtung Straßburg, hat uns dann hier angegriffen. Ich glaube, es war letzte Folge sogar noch zu sehen, dass sie uns hier attackieren, haben wirklich dann auch direkt nach Straßburg hingestellt, haben ein bisschen gechillt, haben die Stadt mit allerlei Zeug beschmissen, so großen Kugeln und so explodierenden Sachen, relativ unangenehm. Haben dann unsere drei Armeen, es waren drei Armeen da, haben hingeschickt, haben die Franzosen aber sowas von zusammen geschossen. Ich habe nicht mal angegriffen, ich habe nur die nur wirklich zusammen geschossen, von allen Richtungen haben wir geschossen, von drei Seiten. War ein relativ kurzes Intermezzo. Haben sich dann hier zurückgezogen, haben wir die Armeen hinterher geschickt und haben die dann aber auch wirklich komplett ausgelöscht. So, nachdem das gemacht war, das war über zwei, drei Runden, ist Folgendes passiert, und zwar die Russen hier oben haben uns bei Königsberg hier bedrängt. Ihr seht noch die Schäden hier in Stadt. Die sind noch da, die Schäden. Ja, das Ding ist, die Schlacht, die wir da geschlagen haben, war relativ problematisch, denn das Spiel ist immer abgestürzt. Und mit immer meine ich wirklich immer, immer. Es ist immer abgestürzt, es war zum Mäusemelken. Hab dann herausgefunden, es gibt einen Hotfix für die Mod, die das Problem in den Schlachten verbessern soll, habe ich dann heruntergeladen, habe das dann quasi installiert und dann hat es glücklicherweise funktioniert. Das ist positiv zu sehen. Also ich sollte jetzt mal weniger Crashes auftreten, was ich positiv finde. Ich weiß nicht, was das hier ist. Seht ihr das? Seht ihr, wie das mit rein und raus geht? Ach, das war die Schlacht. Ach so. Battle of Gambinnen, August 1914, Victory over Russian Empire. Habe ich das hier drüben auch? Ja, hier sieht man aber gar keine Schlacht. Warum werden die mir nicht angezeigt? Weil es schon zu lange her ist, oder? Kann natürlich auch sein. Jedenfalls, die Armee hat hier einen heldenhaften Sieg errungen gegen die russischen Truppen. Wobei wir sehen auch hier, weitere Truppen sind hier und das sind nicht wenig. Die rekrutieren von Königsberg aus. Weitere Truppen sind auch hier in der Produktion. Warschau bleibt rein eine defensive Geschichte, das habe ich schon mal gesagt, da werden wir nur verteidigen. Österreich, Ungarn, ich weiß nicht, was die aktuell treiben. Mit Osmanen sind wir ja auch verbündet. Mal gucken, was die noch so treiben. Ansonsten, Spanien ist auch im Frieden, genau. Das nächste Ziel sollte, denke ich mal, sein, jetzt Richtung Belgien zu marschieren. Allerdings wollte ich da jetzt noch die Armee mit dazu schicken. Denn wir sehen hier die Belgier mit 1,5, ne, nicht ganz 1,5, aber ein Fünftel Franzosen auch noch mit dabei als Unterstützung. Das könnte relativ interessant werden. Aber diese vielen kleinen französischen Armeen sind hier ein bisschen nervig. Deswegen haben wir jetzt auch die Armee hier stehen für jegliche Vorstoß für Manöver. Die schicken wir dann in den nächsten Runden auch mit Richtung Pajera Reims. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal die Runde. Ah, da war noch was. Jawohl, errichtet. Meine Freunde, errichtet. Ja, ansonsten, das war die komplette zweite Folge quasi, die ihr übersehen habt. Nicht sehen werdet, tut mir sehr leid. Im Herzen tut es mir weh, dass es so enden musste. Ja, ich habe circa eine Stunde aufgenommen für die eine Folge, eben mit diesen ganzen Crashes und Problemen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Da war es, glaube ich, 1,5 Stunden. Deswegen habe ich es auch mal ein bisschen verbrannt, was das angeht. Da habe ich einfach auch keine Lust mehr drauf, jetzt das mir nochmal anzutun. Greifen die sich gerade gegenseitig an? Die haben ihre Armee aus Brüssel abgezogen. Warum denn das? Ist aber interessant, weil öffnet uns die Türe natürlich dann nach Brüssel. Aber wobei, wenn ich das jetzt angreife,
werden die noch als Verstärkung mit reinkommen und Brüssel hatte leider auch eine Standardgarnison mit drin. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen too much da anzugreifen. Wir schauen, was die Franzosen machen. Wir haben ja gesehen, jede Menge kleine Armeen. Habe ich letzte Folge erzählt, die ihr nicht sehen werdet. Der Grund für diese Entscheidungen in spätere Total War Teilen ab Total War Rome 2, dass nur noch generelle Armeen führen dürfen, ist übrigens auch das, was ihr hier seht, der Einheiten-Spam der KI. Man hat es nie in den Griff bekommen, deswegen hat man es einfach angefangen zu limitieren, indem man Generäle gebraucht hat. Und in Warhammer hat man es ja ganz klug gemacht, indem man gesagt hat, okay, könnt so viele Armeen haben, wie ihr wollt, aber es wird halt immer teurer. Relativ kluge Entscheidung übrigens, so langfristig betrachtet. Muss ich sagen, ist das Warhammer-System am besten. So, du hast eigentlich unbegrenzt viele Generäle, die du zuweisen kannst. Das wird immer teurer und irgendwann kannst du es dir quasi nicht mehr leisten. Vor allem auch, weil du die KI quasi unendlich skalieren lassen kannst, was den Schwierigkeitsgrad angeht. So, dann habe ich übrigens auch noch, weiß nicht, ob man sieht, die Grafik auf maximal gestellt. Das war gar nicht so, keine Ahnung warum. Ja, die haben Böses vor. Weil der dauern, bis die Armeen ready sind. Wir sollten uns dennoch vielleicht nicht zu sehr um den Schauplatz in Russland kümmern, sondern erstmal auf die Baguette-Front konzentrieren. Ich meine, hier gibt es zwei Crossings. Eins, zwei, ansonsten müssen sie über den Wald marschieren. Der Wald dürfte relativ... Nee, ist nicht passierbar. Aber hier unten könnten sie lang gehen. Okay, da kommt die zweite Armee. Dann wollen wir hier an, oder? Speicher mal kurz testweise. Okay, doch, die kriegen komplette Unterstützung. Demand Surrender, geht nicht. Sind zu stark. Wir haben ja auch beide Armeen. Das Problem ist, wir ziehen uns zurück. Klingt jetzt komisch. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Also der Grund, warum ich das eigentlich nicht will, dass wir jetzt hier mit dieser einen Armee da oben stehen, weil die könnten jetzt unsere Armee hier einen nach dem anderen wegpicken. Schicken wir beide Armeen weiter nach vorne. Gut. Die schicken wir natürlich auch noch mit her. Dann haben wir da auch zwei komplette Armeen. Die könnten wir sogar nochmal verstehen. Wobei, die müssen sich erstmal heilen. Die sind noch nicht ready. Ja, dauert auch relativ lange, die zu resupplyen, weil es sind halt Elite-Einheiten. Elite-Einheiten haben halt generell immer ein Problem im Leben. Die lassen wir einfach da, die können hier auf russische Invasionsarmeen reagieren. Und dann haben wir tatsächlich gerade nichts zu tun, außer die Runde wieder abzuwarten. Schauen wir ganz kurz, ob wir noch einen Agenten irgendwo haben. Wo ist denn hier? Agents, Researcher, Researcher und dann ist er hier, der scoutet hier eigentlich auch perfekt gerade. Deswegen Ende Gelände für diese Runde. Gut. Was ist a new nation? Kingdom of Serbia. Ah. Die Serben sind wieder da. Oder so. So, da haben wir auch ein paar neue Sachen freigeschaltet, was die Forschung angeht. Das ist doch mal ganz doll. Petroleum und Marxist Socialist Reforms. Gibt uns Zufriedenheit und das ist doch alles ganz nice. Gut, passt. Okay. Ich habe gesehen, was mir nicht gefällt, dass die Russen sich erstmal generell mit einer neuen Armee hier aufgestellt haben. Zwar nicht offensiv, aber trotz allem auch etwas, was man beachten sollte. Oh, mir ist noch was aufgefallen. Okay. Neue Einheiten haben eine doppelt so hohe Größe. Ups. Ja, das ist, ja gut, es ist jetzt so. Das Ding ist, die Mod hat quasi, da gab es die Empfehlung, man soll die Einheitengröße auf Classic umstellen. Die war auf Normal, sollte man auf Classic umstellen. Das sorgt dafür, dass die Divisionen größer sind, was ich jetzt erstmal nicht schlimm finde eigentlich. Ich mag größere Divisionen. Wird aber dazu führen, dass es ein bisschen Ungleichgewicht geben dürfte, was jetzt für mich auch nicht unbedingt von großem Vorteil sein könnte. Übrigens auch wieder sehr mutig von mir hier, was ich hier treibe. Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen jetzt mal die Schlacht hier nach außen zu führen. Okay, das können wir eigentlich automatisch resolven. Direkt die ersten Armeen ausgelöscht, das ist doch schon mal ganz nice. Wollen wir nochmal abfangen? Nicht? So, aber jetzt können wir Folgendes machen. Weil sie jetzt hier komplett unterlegen. Ich würde sagen, wir greifen hier... Ne, wir belagern.
belagern hier und wir versuchen, ich weiß nicht, geht das? Ja, pass auf. Machen wir das so. Versuch mal, diese belgische Armee hier zu vernichten. Verteidigen werden das ganze Augusti Grösbeck oder Augustischen, Marc Beaumarchi, Julien, Joseph Bikes und Gerard Lemar. Ja, okay. Wird schon schief gehen. Wir werden auf alle Fälle eine fette Artillerieschlacht erleben, hoffe ich. Was ich festgestellt habe, wenn man zuerst die feindliche Artillerie fokussiert. Ja, okay, wir haben richtig viel Artillerie, das ist nice. Unbedingt auch immer erst aufstellen. Fragt mich nicht, woher ich das so gut weiß. Nicht lustig. Gut, lassen wir so stehen. Und fokussieren. Erstmal gar nichts. Wir sehen nämlich gar keine Feinde. Ha! Ja. Oh, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht ihr Ernst sein. Leute, wir werden gerade von hinten angegriffen. Falls ihr es nicht gemerkt haben solltet, wisst es jetzt. Und ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, was die jetzt hier vorhaben. So, genau, die schießen jetzt erstmal auf die Jungs. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass der General gleich stirbt. Ah, kann es sein, dass das gar nicht die Armee war? Das ist einfach nur die... Ah, das war so ein einzelner Trupp, oder was? Die schaut irgendwie aus wie eine rumänische Flagge. Ist die belgische schon richtig, aber irgendwie schaut die falsch aus. Kümmert euch drum. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Ist das Artillerie? Oh, shit. Oh, shit. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Vor allem die Positionierung. Das Ganze taugt mir überhaupt nicht. Kavallerie. Mal schnell alle hineilen, die schnell abfangen oder so, keine Ahnung, wegballern. Bevor wir hier noch mehr in die Scheiße rutschen jetzt, wegen dem Kack hier hinten. Artillerie umdrehen lassen brauchen wir nicht, das würde zu lang dauern. Rennt mal bitte alle, komm. Scheißegal, ob ihr erschöpft seid oder nicht, hier geht's um unsere Sache. So. Ah, die sind in Reichweite. Schießt einfach. Einfach drauf schießen. Kavallerie ist relativ einfach abzufahren. Das war übrigens unsere Artillerie. Das auch. Unsere Infanterie richtet sich gerade noch aus. Nicht gut. Ja. General getötet, sehr gut. Jetzt werden sie aufgeben. Die sind weg. Übrigens, die stärkste Herausforderung hat bislang Russland dargestellt für mich. Die Russen waren die fähigsten Angreifer damals. Eigentlich traurig, dass gerade die Russen die fähigsten waren. 48. Mann, 8 Kanonen. Schauen wir mal, wie lange noch. 43, Mann. Oh. Das waren die feindliche Artillerie, hoffe ich. Feindliche Kavallerie. Au. Ah. Da sind viele Leute draufgegangen. Die sind immer noch voll einsatzfähig, als ob. Die haben schon 15 Mann verloren, als ob die Kanonen immer noch voll benutzen können. Was machen die jetzt? Ziehen die sich hier zurück oder was? Nicht euer Ernst. Wow. Wow. Also hier gruppieren, auflösen. Kommt jetzt nochmal was nach oder war es das hier hinten? Dann schicken wir euch wieder dorthin. Einfach nur die Kanone hingestellt oder was? Weird. Richtig komisch. Übernehmen können wir die ja nicht, ne? Ja. Was haben wir da hinten? Die ziehen sich auch zurück irgendwie. Das sind Franzosen. Die sind aber leider außerhalb meiner Range. Sehr unschön finde. Wir chillen einfach mal ein bisschen. Wir haben übrigens so eine komplette Reserve. Hier möchte ich mal fürs Protokoll mit erwähnen. Die wir aktuell noch nicht benötigen. Unsere Artillerie schießt ganz mutig weiter. Hat auch noch genug Munition erstmal. So, die Kavallerie. Ah. Doch. Wobei. Was sind sie denn? Hallo? Ich sehe sie gar nicht mehr. Gut, die ist auf alle Fälle weg. So viel kann ich schon mal sagen. Die Infanterie hatte schon direkt keinen Bock mehr. Das sind übrigens schon große Divisionen.
Muss ich mal dazu sagen, das sind schon die 300er. Total unfair finde, dass sie jetzt schon wieder 300er Division haben und ich noch nicht. Aber gut, da müssen wir durch. Schauen wir mal ein bisschen hier so auf. Neu formieren, sozusagen. Aber nicht zu weit vorne, die soll mich ja angreifen, sonst sind wir in ihrer Artillery Range. Und umgekehrt treffen wir die Jungs nicht. Die können auch gar nicht schießen, oder? Ja, dachte ich mir schon. Die schießen auch nicht, die sind am Eideln hier. Dovis. Gut, ist ein General. Kann ich auch verstehen. Spielgeschwindigkeit maximal machen. Hier, schau mal, die rennen alle weg. Sehr schön. Was sind das? Das sind Karabiniere. 156. Immer die Hälfte zerstört. Um die wieder aufzuheilen, das wird eine Weile dauern. Also Artillerie ist schon echt... sollte ich mehr Fokus drauf setzen nach wie vor. Ganz klar. Mal gucken, was die noch alles bekommen hier. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Druck. Ich muss hier nicht angreifen. Ich bin hier am Chillen. Sozusagen. Die eine Kavallerie hat es leider einmal komplett erwischt. Da auch mitzugehen würde jetzt auch keinen Sinn machen, glaube ich. Ach, da kommen die Franzosen. Das sind noch normale Infanteriegruppen. Alte Formationen. Schicken sich jetzt hier in den Bäumen. Schauen wir, ob es denn was hilft. Sieht es halt nicht immer. Mal schauen, mal, wenn die hier in Schussrange kommen. Balance of Power bleibt weiterhin 1:1 ausgeglichen. Weil ich jetzt ehrlich gesagt mal sagen würde, wir haben denen schon deutlich mehr Verluste zugefügt. Sehe ich die jetzt überhaupt im Wald? Oh, das ist vielleicht kritisch, weil ich die gar nicht sehe hier drin. Weil die sind eigentlich schon lange in Schussrange. Ah, das, schau, da sind sie. Schießt ihr? Jetzt schießen sie. Du siehst, naja, das mit dem Wald ist schlau. Artillerie schlägt natürlich trotzdem links und rechts ein. Haben auch schon relativ hohe Verluste erlitten. Das passt. Ha, da kommt Belgien. Das ist die große belgische Armee, die aber schon zum Teil auch schon zerstört ist. Also hier so ein bisschen Waldkampf. 82 Mann, die natürlich auch schon schießen mal. Wir haben hier eine relativ schlechte Trefferquote im Wald drin natürlich. So, die haben jetzt aber trotzdem schon mal keinen Bock mehr und die anderen sind auch weg. Ja, zu nahe gehst und dann komplett von der Artillerie getroffen wirst. Da ist ja doch Feierabend. Was ist hier los? Das sind was? Was sind das für Typen? Ich will es gar nicht wissen. Ah, hier kommen auch nochmal normale Einheiten. Also die hatten... Ah, das kann sein, dass das die Garnison war mit den... War die Garnison auch mit dabei? Ich weiß es gar nicht tatsächlich. Muss ich gestehen. Also auf alle Fälle nur das... Ich finde es interessant, dass der Balken immer noch komplett ausgeglichen ist. Wie viele Truppen haben die denn? Ich hasse übrigens Wälder. Wenn wir mal den Ball fürs Protokoll erwähnen. Au! Was schießt denn hier auf mich? Die da? Ja, was haben die für eine Range, Alter? Doch voll unfair. Das muss ich ja schon mal sagen, dass ich das komplett scheiße finde, diese Range von denen. Kann man so ein bisschen zurückziehen? Dass die Range vielleicht ein bisschen weniger so nervig ist. Was haben die denn für eine Range? Ja gut. Eine Kanone hat übrigens gefehlt von denen, ich weiß nicht warum. Also ich merke schon, diese Crashes werden sich hier leider durch dieses Projekt ziehen wie ein roter Faden. Ist halt schade, dass so eine schöne Mod leider nur für so ein altes Spiel gibt. Vergleichsweise. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Warhammer mit diesem Setting. Und solange das nicht ist, müssen wir halt quasi weitermachen. Wie wir das bisher kennen. Ging jetzt auch nochmal Verstärkung von hinten schon wieder. Also das gleiche Schauspiel wie gerade eben. Ich habe jetzt übrigens das gleiche Schauspiel nochmal gemacht wie vorhin. Quasi der Move Richtung Brüssel. Armee abgefangen. Einziger Unterschied ist dieses Mal, wir haben mehr Armee abgefangen vom Feind. Und haben jetzt hier eine andere Schlacht. Ich schlage jetzt außerhalb von Brüssel hier quasi die Schlacht. Wir versuchen jetzt hier dann quasi die Kollegen abzufangen. Unser General wird angegriffen. Mal gucken, ob das klappt. Dass wir die Armee dann auch rauslocken. Mehr oder weniger.
Sind jetzt hier auch leider relativ viele Feinde. Da sollte man jetzt kurz aufpassen. Achtung, der Feind kommt nämlich hier einmal direkt auf meinen Arsch zu. Gut, der Enemy General ist schon mal tot. Okay, da kommt ja einiges. Oh, ist das die Hauptarmee? Oh shit, ich sehe gerade, die Hauptarmee ist hinter uns gespawnt. Das andere ist gar nicht die Hauptarmee. Das ist die andere Armee, die außerhalb von Brüssel war. Scheiße. Komm, einmal rein hier. Nee, jetzt. Das kann ich erzählen hier. Oder? Ist doch die Hauptarmee hier, ne? Ja, ja. Okay, General sollte nicht sterben. Stell sich mal dorthin. Wie gesagt, die auf der anderen Seite sind mir jetzt erstmal wurscht. Ah, die teilen hier aus. Schießt hier schon mal. Nehmt die Artillerie, die Kavallerie mal unter Beschuss. Wollt ihr irgendeinen Scheiß anstellen? Jawohl, so mag ich das. Alle tot. Cool. Cool, cool, cool. Die sind auch gleich komplett mit weg. Sehr schön. Aber unsere... Oh, fuck, was haben die mit unserer... Alter. Ich weiß nicht, was es war, aber es tat auf alle Fälle sehr weh, glaube ich, so vom ersten Blick her. Not funny. So, was haben wir jetzt von da vorne kommend? Es sind noch 8, die sind aber tot, bis sie da sind. Und da hinten haben wir noch ein bisschen Artillery. Die haben aber auch nicht groß Widerstand leisten können langfristig, denke ich mal. Okay. Die feindliche Artillerie läuft uns hier direkt rein. Das finde ich aber sehr nett. Von der feindlichen Artillerie. Da ist aber mal komplettes Kommandeursversagen vorhanden. Haben die sich umgedreht? Nee. Da ist aber komplettes Versagen von der, vom Generalstab vorhanden. So, wo ist die feindliche Artillery? Die lebt eh nicht mehr so richtig. So, erste Artillerie ist zerstört. Zweite Artillerie lebt noch. 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 Lebte. Bis gerade eben. Weiter vorrücken. Weiß ja immer noch nicht, was die hier treiben, aber müsste es recht sein. Wenn die sich nämlich so dumm abfarmen lassen, dann bin ich doch der allerletzte, der sich dagegen wehrt und beschwert. So, auf geht's, weiter mit hin. Wir müssen ja gucken, dass wir jeden Mann irgendwie halten können. So, da leben noch 4 Kanonen. 4 Kanonen gegen, keine Ahnung, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Noch keine einzige verloren von den dicken Dingern. Ah, jetzt bringen sie sich in Position, die Säcke. Rennt ihr? Oder pennt ihr? Keine Ahnung. So, auf alle Fälle schießen unsere Jungs jetzt. Oh, wir brauchen mehr Jungs auf alle Fälle. Denn die bringen sich hier gerade einmal komplett in Position, was mir nicht taugt. Die feindliche Artillerie jetzt eigentlich weg hier? Naja, sie ziehen sich zurück. Die Frage, können wir euch um... Nein, nicht zurückziehen. Nein, 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 nein. Na, scheiße, was mache ich denn jetzt? Stopp. Alter. Mich hier komplett verklickt hier. Eieiei. Das ist ja nicht so lustig jetzt hier. Also früher gab es doch einen Sound als Bestätigung, dass der Befehl angenommen wurde. Was ist denn jetzt hier los? Okay, Angriffsbefehle sind auf alle Fälle erteilt. Ihr geht dorthin. Ihr geht dorthin. Ihr geht dorthin. Eigentlich wollte ich nur die Artillerie hier anweisen, doch bitte mal auf die andere Seite zu schießen. Aber das ist das Problem dann. Verklickst du dich. Da passiert genau sowas. So. Okay, passt. Wieder zurück. Back in action. Der zieht sich noch zurück. Nein, nein. Nichts zurückziehen. So, die drehen sich um. Und jetzt auch gleich hier den Beschuss auf. Ne, jetzt kommt es halt darauf an, dass wir hier das... Okay. Jetzt kommt es halt darauf an, dass wir möglichst... weiß nicht, meine Infanterie, oder? Ja. Die hatten keine Munition mehr von euch. Ah, die da. Ja, hau halt ab, oder? Komm, geh weg dann. Okay, ja, ja, ja. Hallo? Was war das denn für eine Aktion? Schießen die Jungs schon? Not in combat. Also aktuell nicht. Die positionieren sich. Also das war jetzt hier fast der Untergang.
Also die Reichsfeuerkraft. Oh, 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 da ist noch irgendwo Artillerie. Bitte dorthin schießen. Falls ihr könnt, ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass hier irgendwie Interesse besteht aktuell. So, hol dir nochmal kurz die Artillerie mit, ganz nebenbei. Schießt jetzt unsere Artillerie auch? Nee. Okay, ist egal. Haben wir gewonnen. Ist nicht abgestürzt. Positiv. Gott sei Dank. A young man who isn't a socialist hasn't gotten hard. Okay, wir haben 630 Mann verloren, die haben 1700 verloren. Das ist doch super. So, das nenne ich doch mal einen entscheidenden Sieg hier. Vor allem können wir jetzt hier einmal... Warum können wir nicht die auffordern zum Surrendern? Okay, das war ein sehr gutes Ergebnis. Wir werden das jetzt einfach besetzen. Belgien existiert hiermit offiziell nicht mehr. Welch trauriges Schicksal für die Belgier. Dungas Merchant. Nicht so wirklich. Das Ganze mal reparieren. Irgendwas können wir bauen. Ah ja. Können wir was rekrutieren? Schön. Die sind ja richtig fett, Alter. Ja, leider ein bisschen niedrigere Genauigkeit. Ansonsten können wir nichts rekrutieren, weil das Ding noch nicht so richtig uns gehört. Wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Warum kann ich ihn nicht rekrutieren? Damage Building. Ah, Fralle du. Fralle. Das Building ist nicht das einzige, was hier in dieser Kampagne schon wieder gedamaged ist. Ah. Meine Jungs sind eingetroffen. Hallo? Achso, ja, keine Bewegungsreichweite mehr. Ich würde schon sagen, so. Klicke wie so ein Ochse. Dann nochmal zwei weitere Infanterie mit dazu rekrutieren. Können wir auch was bauen? Shopping Center. Reichtum. Reichtum ist gut. Ich mag Reichtum. Reichtum bedeutet immer, dass wir mehr Armee haben können. Und Armee ist ja auch immer gut. So, ihr macht euch weiter auf den Weg nach Warschau. Ja, auf alle Fälle, die errungenen Siege hier waren sehr lecker. Ja, was machen wir jetzt mit dir, wa? Das ist was zum Forschen? Oh, das ist ja edel. Dankeschön. War zwar bestimmt nicht freiwillig. Aber ist doch egal. So, der Franzosen wird es bestimmt nicht passen, dass wir jetzt hier Belgien erobert haben, aber mir passt das schon. So, die Armeen bleiben mal da. Schauen wir, was die machen. Ja, wie gesagt, das mit den Crashes, das Spiel ist jetzt in dieser einen Folge dreimal abgestürzt. Einmal Grafik-Error, dann komplett abgestürzt, dann wieder Grafik-Error. Grafik-Error heißt für mich, ich muss das Video neu starten. Zum Glück speichert der allerdings die alten Videos. Früher war das so, dass OBS das nicht hinbekommen hat, beim Abschluss die Videos zu speichern. Jetzt geht das in der Zwischenzeit glücklicherweise schon mal. Ja, ich hoffe halt einfach, dass es nicht zu oft vorkommt, weil es halt irgendwann dann sicherlich auch nervig wird zum Zuschauen. Wobei ich mein Bestes gebe, das so zu schneiden, dass es nicht wirklich auffällt, in Anführungsstrichen, dass das alles noch relativ human ist. Haben wir es jetzt ja auch relativ gut hinbekommen. Hier, gut, Verluste hast du immer, ne? Ein bisschen Schwund fehlt ja immer natürlich. Wenn man dann hin und wieder mal ein Auto-Battle reinschieben muss, dann ist es halt so, weil ich hier die Schlachten lieber selber schlagen würde, weil, habt ihr gesehen, wenn man die Schlachten selber schlägt, hat man doch deutliche Vorteile. Sind es drei Fullstacks in der Zwischenzeit? Nee, okay. Kurzen Herzinfarkt. Ne, zweieinhalb. Doch, sind drei Fullstacks, die hier eigentlich rumgammeln. I don't like these, my friends. Not good. Was macht das British Empire? What are you doing? Nothing, okay. Die Russen kommen die. Ah, wohin des Weges? Nach Österreich-Ungarn. Was macht eigentlich Österreich-Ungarn? Ist mal ohne Witz. Die müssten doch eigentlich pur gegen Russland marschieren. Weil die haben keine Feinde. Italien ist neutral. Die Osmanen sind verbündet. Dann Griechenland ist neutral. Serbien ist nicht mehr da. Doch. Brüssel ist gefallen. Ja, ja. Siege of Tsingtao in China. Hm.
23.000 japanische Soldaten haben die Stadt belagert und die Verteidiger zu aufgefordert, hier quasi dazu geführt. Ja, halt, haben sich ergeben, halt, meine Güte. 2.000 Japaner sind gestorben und 3.000 deutsche Soldaten sind gefangen genommen worden. Mutig, mutig von den Japanern, sich mit mir anzulegen. So, können jetzt auch hier hinmarschieren oder was? Ganz entspannt. Juckt keinen so wirklich scheinbar. So, die streiken noch, aber das ist normal. Wir werden auch hier langsam wieder refreshed, was die Truppen angeht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir marschieren dorthin, aber wir machen das tatsächlich nicht. Wir chillen hier einfach mal ein bisschen weiter. Es eilt nicht. Ist halt einfach so. Wir haben ja keinen Stress. Die wollen ja mich angreifen, nicht andersrum. Ja, es ist immer ein bisschen riskant, keine Truppen zu haben, ist mir bewusst. Aber in dem Fall sind die ja trotzdem entspannt. Wir können ja nochmal... Was ist denn für ein Bums? Ah, ich verstehe. Ja, die sollen sich nicht so anstellen. Die sollen mal zufrieden sein, dass ich hier keine Truppen abstelle, um denen auf die Schnauze zu hauen, wenn die mir auf den Sack gehen. Entschuldigung. So, ihr geht jetzt mal zu dem Jungs mit hin. Und wir gehen den Russen mal ein bisschen auf den Sack hier. Weiß ja nicht, was die da wollen. Wir sind auf alle Fälle bei voller Stärke. Rekrutieren dann nochmal eins davon, nochmal ein Kavallerie, eins davon, zwei davon. Eine fette Russland-Armee muss auf alle Fälle irgendwann mal stehen. Was auch noch steht heute ist, dass die Folge zu Ende ist. Wir haben einiges geschafft. Wir haben Brüssel erobert. Und stehen jetzt vor Reims. Da ist Paris mit dem Eiffelturm. Das sollte der nächste Schritt sein, langfristig die französische Hauptstadt zu erobern. Dann gucken wir nochmal ganz in den fernen Osten Richtung Russland. Das ist aber Zukunftsmusik. Ich bin raus, macht's gut. Tschüssi.